lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee now! Okay, nicht zum Schmied, aber zu der Frau. Weil... Ich möchte ein bisschen Asche hochskillen. Yes, habe ich. Gib mir, genau. Sehr, sehr schön. Und... Die auch hoch. Die Qualle mag ich und die Wölfe. Ich glaube, mir fehlen konstant Schmiedesteine. Warte, ich kann dir mal einen kleinen Tipp geben. Wenn du den nicht hören willst, dann mute mich am besten gerade oder so, ne? Denn meistens kriegt man Schmiedesteine aus den Minen. Und Minen werden auf der Karte auch angezeigt. Also, ne? Ich sehe jetzt leider selber keine mehr, weil ich habe schon alle Minen, die ich gefunden habe, erkundet. Aber es gibt so ein kleines Minisymbol, auch wenn man noch nicht erforscht hat, von Minen, wo oft so Steine drin sind. Tunnel von Lingrave zum Beispiel. Ja, genau, das ist zum Beispiel einer, da wo der Drache auch ist, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob es das hier ist, aber so ähnlich auf der Karte werden, Minen angezeigt. Wo auch zum Beispiel eine ist, ist hier, in den Gale-Tunnel. Da sollte ich ja auch noch am Anfang eigentlich nicht hin, weil das schon ein starkes Gebiet war. Aber hier haben wir richtig viele gute Upgrade-Steine bekommen. Vielen Dank schon, kein Problem. Kriegsasche. Die Waffe verstärken. Da können wir aber auch nicht mehr machen gerade. Was bringt es, wenn wir Schilde hochmachen? Bringt leider keine mehr defensiven Stats, also brauchen wir das eher weniger. Ich überlege, ob ich die hier unten ein bisschen auflevel. Ah, der braucht aber Dunkelschmiedesteine. Aber die Dinger könnten cool sein, dass wir so mit zweier Dingens rumlaufen. Also ich möchte generell mit Doppelwaffen immer rumlaufen, weil ich finde das verdammt cool. Das letzte Mal konnte man es nur in Dark Souls 2 bisher. Deswegen freue ich mich, dass es das hier wieder gibt. Sollen wir? Wovon haben wir denn noch zwei Arten immer? Schwerter sind aber so langweilig. Und Dolche sind auch eher langweilig. Ich hätte halt gerne Katana, noch ein zweites. Das wäre sehr geil. Gucken wir mal. Vielleicht verkaufen die zwei Frauen hier hinten Katanas. Willst du mit mir reden? Immer noch nicht, okay. Ich habe richtig Bock, jetzt hinzugreifen. Haben wir eine Klangperle? Nee. Kaufen. Nee, die haben auch... Ah, die haben einen krummen Säbel, aber kein Falchion. Falchion hätte ich halt auch gerne. Wie viele Seelen haben wir eigentlich? 9000, sorry. Oh, upsi. Habe ich aus Versehen kaputt gemacht. Okay, wir haben die immer noch nicht gefunden. Liegt da ein Item oben? Nee, das ist nur eine Kerze. Nee, wir wollen nicht kuscheln. Nein, nein. Okay, machen wir auch noch das kurz raus wieder. Ich mag das Schleichen auf dem Knopf leider nicht. So. Sollen wir? Ah, welche beiden würde ich denn auch upgraden? Lass ich mal gucken. Das hier und das hier, die beiden wahrscheinlich, ne? Ah, das Ding braucht Dunkelschmiedesteine, dann würde ich eher die hier. Keine Schmiedesteine mehr, Kacke.
So, gucken wir mal, ob wir der Jungfer hier die Äpfel geben können. Oder die Trauben. Nee. Echo. Ich mache eine kurze Pause und dann spiele ich gleich weiter. Nach 2 Stunden. Normalerweise mache ich mal jede Stunde eine Pause, aber diesmal nach 2 Stunden. Ne? Nicht schlecht, ne? Meine Blasenkapazität erweitert sich. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder nach der Pause. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Oh. Übrigens, Caster, ich muss nochmal vielen, vielen Dank sagen, dass du mal dabei bist. Ohne dich hätte ich nicht so viele Leute im Chat und dann wäre das mir alles ein bisschen langweiliger, muss ich sagen. Und irgendwie freut mich das auch, dass du so Spaß an Elden Ring findest. Wo waren wir? Hier, ne? Hier waren wir. Laufen wir noch mal das letzte Stück noch. Gucken, ob wir was finden. Das passt alles. Es macht auch echt Spaß, dir zuzuschauen. Mir hilft es auch, nicht komplett abzulosen. Aber ja, ich muss auch sagen, Elden Ring im Vergleich zu den anderen Souls-Teilen ist auch schwer. Gerade wenn man an einen Boss kommt, wo man eigentlich noch nicht hin sollte. Also von der Stärke her. Aber es hilft wirklich, dass man sagen kann, okay, ich gehe woanders hin und level erstmal. Das kann man in Dark Souls halt nicht. In Dark Souls ist es immer so, wenn du gefühlt an einen Boss kommst, ist das auch der nächste Boss, den du besiegen musst. Also, na, es gibt auch noch ein paar andere Bosse, die du machen kannst, aber meistens kannst du nicht so wirklich weiter leveln, dass du den Boss irgendwie einfacher machen kannst dann später. Deswegen muss ich auch sagen, Elden Ring ist ein sehr, sehr guter Anfang, um reinzukommen. Ach, guck mal, da guckt sich jemand die schöne Gegend an. Machen wir da doch gleich mal mit. Bist du König? Nee, ne? Du hast... Das ist eine Magierkrone, ne? Wir haben ja schon gesehen, es gab eine Steinmagier, also eine Steinkrone, die Magier bekommen, wenn sie zumindest so ein bisschen was können. Ich weiß nicht, ob es noch bessere gibt oder ob das hier Steinkrone ist. Aber wir kriegen zwei Dunkelschmiedsteine, 2. Sehr schön. Die Dunkelschmiedsteine sind immer für besondere Waffen zum Upgraden. Okay, damit haben wir aber auch alles hier erkundet. Also ich hab 11 und mehr Schmiedesteine. Aber er möchte meinen Säbel nicht verbessern. Hast du genug Runen? Ich muss auch gucken, was für eine Art von Schmiedesteine du hast, ne? Es gibt ja hier... Ja, wo ist es? Es gibt ja Schmiedestein 1, Schmiedestein 2, Schmiedestein 3, Schmiedestein 4 und so weiter und so fort. Da muss man auch drauf achten. Hm. Wirklich? Ah. Gehen wir wieder hier hin, ne? Let's go. Aber es gibt Unterteilungen. Oh nein, ja. Habe ich auch schon feststellen müssen. Die hätten sie aber auch anders benennen können. Also diese Zahl am Ende verwirrt ein bisschen. Es wäre besser, wenn man so kleine Schmiedesteine, große oder mittelgroße Schmiedesteine, große Schmiedesteine, sehr große Schmiedesteine. Ich finde die Benennung sehr schlecht gemacht. Haben die hier so ein
ein Trojaner, trojanisches Pferd hier reingeschickt. So ein Roboter. Das Spiel ist immer wieder schön, ne? Rufen wir unsere Hundis. Oh stimmt, wir haben ja gar keine Dingensflaschen mehr. Voll vergessen. Kämpfen wir mal. Oh. Okay, ein bisschen aufladen. Warum habe ich so Probleme mit meiner Ausdauer eigentlich in letzter Zeit? Ich glaube, ich nehme mal lieber wieder den Ausdauer-Ring mit, eventuell. Oh. Da ist auch ein großer. Muss noch den Magier hier machen. Du kannst Magie? Sehr schön. Uiuiuiui, der ist aber stark gewesen. Eine richtig schöne Schlacht, die wir hier gerade hatten. Falkenschnabel. Oh, falscher Dingens. Ja, achso. Falkenschnabel. Die harte und geschärfte Spitze am Kopf dieser Stangenwaffe ähnelt einem Schnabel und soll Rüstungen durchbohren. Hauptsächlich als Stoßwaffe konzipiert, doch der lange Griff ermöglicht das Umgehen der gegnerischen Verteidigung durch Seitenhiebe. Wuchtiger Ansturm, okay. D- und C-Scaling, ja, ist echt nicht schlecht. Jetzt haben wir her, sieht aus wie so eine Luzern. Oh, Zeig mal, nein. Den ins Kopf. Oh. Nee. Was ist denn eine Rennattacke? Oh, die ist ganz gut. Goldene Rune 6. Holy. Goldene Rune 3. Das ist dann der Ansturm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bleib bei meinen Doppelschwertern, weil ich die viel cooler finde. Kristallwurfpfeile. Ein aus unreinem Kristall gemeißeltes Wurfmesser. Herstellbares Objekt. Verbraucht FP. Okay. Werft das Messer auf Gegner, um magischen Schaden, Magieschaden zu verursachen. Vor langer Zeit hat ein Golem-Schöpfer angeblich ein ähnliches Kristallwerkzeug benutzt. Okay. Wir mal ein bisschen in dem Tal rum, was wir noch so finden können. Denn ist so eine schöne Blume. Oh, die ist wieder so wunderschön. Okay, weiter geht's. Was haben wir denn hier?
runter.